willkommen auf einer neuen Wanderung hier durchs Kirmes Märkische heute. Denn das wird heute eine kurze, von der Wanderung her, aber spezielle Ausgabe. Denn wie ihr seht, es ist ungewöhnlich um mich rum, denn es ist Schwelmerheimat. Hier in Schwelm bin ich geboren, direkt neben Wuppertal. Und das ist jetzt das erste Mal auch, dass ich hier über die Kirmes aufgebaut laufe. Ich war die Tage schon mal hier und habe mit der Drohne ein bisschen was fotografiert. Aber jetzt kann ich mir das auch mal anschauen, wenn hier alles steht, ohne dass überall Leute sind. Und das ist doch ganz nett. Ja, was machen wir hier? Es ist Heimatfest. Ich habe immer noch Probleme mit meinem rechten Knöchel. Da möchte ich lieber noch eine Runde Piano machen. Und deswegen machen wir heute eine Heimatfestausgabe von unserer Wanderung hier. Bedeutet, jetzt gehen wir hier eine Runde über die Kirmes, weil wir haben Platz. Ich kann jetzt gleich den Flattermann mal fliegen lassen. Hier ist niemand, den wir gefährden könnten. Sicherheitsaspekt also ganz hoch. Und deswegen bin ich jetzt so früh schon auf. Die Sonne dürfte so in 20, 30 Minuten rechts von mir aufgehen. Das ist jetzt schon ein sehr schöner morgendlicher Himmel, wie sich das gehört. Und wir machen jetzt hier einen Abstecher. Dann zeige ich euch noch was Schönes von Schwelm, wo wir schon mal waren, wo die Sonne gerade aufging. Dann laufen wir mir Frühstück holen. Und dann wird es nochmal speziell, weil heute ist ja Sonntag und ich weiß ja nicht, wie sehr ihr euch mit den Stadtfesten eurer Kleinstädten in Deutschland hier so auskennt, aber sonntags ist ja immer noch Heimatfest. Heimatfestzug heißt, ist so ein bisschen so wie Karneval. Alle haben so geschmückte Wagen und fahren dann sonntags hier eine Runde durch den Ort. Und ich weiß nicht, ob die das heute noch machen, aber als ich Kind war, haben die auch noch Kamelle geworfen. Und da dürften die Wagen, die zu dem Anfang des Zuges fahren, so gegen 9:30 bei mir am Fenster vorbeifahren. Und normalerweise ist es halt so, man kommt samstags von der Kirmes, ist ein bisschen neben sich, geht dann schlafen und wird dann, also in unserem Fall, wird dann morgens von dem Festzug geweckt. Da ich aber ja für euch auch eine Wanderfolge aufnehmen muss, habe ich mir gedacht, ich verbinde das alles miteinander. Ich laufe jetzt mit euch hier eine Runde durch Schwelm, zeige euch mal, was hier so abgeht. Kirmestechnisch und so weiter und vogeltechnisch. Und danach laufen wir dann noch eine Runde und laufen dann dem abfahrenden Zug, also es ist nicht der komplette Zug, der da den Winterberg runterkommt bei mir, sondern halt nur der Beitrag von unserem Winterberg. Und den wollte ich dann entgegenlaufen in dem Sinne, weil dann kann ich bin nämlich heute schon um 3 aus dem Bett gefallen, dann kann ich noch mal kurz ein bisschen Schlaf nachtanken und dann dürfte ich so zu der Zeit, wenn der Zug bei uns auf der Höhe vorbeikommt, die fahren dann alle erstmal, da gehen wir gleich auch vorbei, zum Kreisverkehr, ich glaube Ochsenkamp ist das da hinten, und von da aus fahren die dann los, einmal hier durch die Stadt. Wenn die dann da losfahren, dann brauchen die so eine Stunde, anderthalb bis hier vorne hin. In der Zeit bin ich dann wieder frisch, schnapp mir den aufgeladenen Flattermann und kann dann hier am Kreishaus, wo wir auch gleich vorbeigehen werden, kann dann noch mal ein paar Aufnahmen machen aus einer sicheren Entfernung. Wie gesagt, Sicherheitsaspekt ist bei solchen Sachen mit einer Drohne immer geboten, damit ihr darauf aufpasst. Und deswegen, jetzt wo die Sonne auch aufgeht, kann ich den gleich mal hinter mir herfliegen lassen. Würde ich sagen, drehen wir mal eine Runde über die Kirmes. Ha? Zieht die Wanderschuhe an, obwohl die heute wahrscheinlich nicht möglich sein werden. Wir werden so ungefähr 10 Kilometer laufen, ihr könnt also auch in Straßenschuhen gehen. Kommt einfach mit. Bis später, ich freue mich. Ciao.
kleine Planänderung. Bisher hat alles super geklappt, auch zeitlich. Aber ich wollte gerade das erste Mal online bestellen bei dem Fastfood-Lieferanten mit dem großen M. Aber das hätte zwar funktioniert und die haben auch 24 Stunden geöffnet, aber die haben jetzt nur morgens, das ist so ein Restaurant, die haben morgens nur Frühstück. Und ich will morgens kein Frühstück. Gerade morgens, wenn vor allem nach so einem Heimatfesttag, Abend, Nacht, will ich morgens kein Frühstück. Dann will ich lieber direkt einen Big Mac. Aber ich hatte ja jetzt noch nicht so richtig Heimatfestnacht. Ich habe ja nicht gefeiert. Daher kann ich mir auch nochmal gut das Cordon Bleu von gestern Abend geben. Und deswegen gehen wir jetzt den Weg, den normalerweise der Zug fährt. Der fährt dann hier unten durch die Straßen zurück und die lösen sich dann vor dem Kreisverkehr, wo wir jetzt hinlaufen, wieder auf oder er startet. Das bedeutet, ich komme noch auf Kilometer. Wir kriegen noch ein bisschen Material eingefangen. Bis da hinten hin dürften die vom Winterberg ja noch nicht runtergekommen sein. Und dann dürften wir denen entgegenlaufen. Und wenn ich früher zu Hause sein sollte, als die starten, kann ich euch das ja noch aus dem Fenster filmen, denn die fahren dann schon mit Musik und winken den Weg zum Zug anfangen. Das ist ein Spektakel. Ich würde sagen, wir lassen uns mal überraschen, was es weiter gibt. Bis später. Ja, war auf jeden Fall gut, so früh gegangen zu sein, denn dadurch, dass hier Sonntag der Heimatfestzug ist, steht Schwelm natürlich auch früher auf, weil dieser Festzug, der braucht ja auch Leute, die da mitmachen und die müssen ein bisschen früher aufstehen. Das heißt, dass ich so mit dem Sonnenaufgang, na ja gut, ich war ein bisschen früher unterwegs, ich glaube, ich bin so 20:06 aus dem Haus. Wir sind dann in der Dämmerung rumgelaufen, als wir dann am Riesenrad angekommen sind, da war die Sonne gerade 10 Minuten draußen oder 20. Also, das dürfte alles passen, denn jetzt wird es hier schon wild um mich rum. Es kann sein, dass ich mich da ein bisschen verschätzt habe mit der Zeit. Wenn der Zug vom Winterberg runterkommt, müssen wir dann schauen, ob ich den, wie gesagt, von aus dem Fenster filme gleich, wenn die da runterkommen. Oder ich mache gleich nochmal eben eine Pause mit dem Flattermann. Aber ihr habt es ja gerade gesehen, auch die Polizei fährt hier schon öfter ihre Runden, obwohl ich ja nichts Verbotenes mache. Jedenfalls, ja, wir gehen jetzt mal nach Hause. Ich würde euch später noch ein paar Eindrücke vom Heimatfest, die ich die Tage schon eingefangen habe, als Outro für diese Folge setzen. Dann mal sehen, ob er vielleicht im nächsten Jahr mal vorbeikommt. Am Anfang des September. 1. September-Wochenende ist immer, ja, hier wird los. Ja, ansonsten vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Falls noch was Besonderes passieren sollte, würde ich mich nochmal melden. Drückt die Glocke, abonniert, gebt mir ein Like, kommentiert, wo ich das nächste Mal hergehen soll oder wie lange eure Wanderungen in der Regel so sind. All diese Dinge, sonst springe ich vom Rand der flachen Erde. Wisst ihr Bescheid? Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich gucke jetzt mal, was ich noch für euch eingefangen bekomme. Bis nach Hause ist ja noch ein Stück. Bis dahin, vielen Dank, bis dann, ciao.
go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go.